Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr vielleicht hört, meine Stimme ist noch nicht ganz wieder da. Ich war leider krank in den letzten Wochen. Also seit kurz vor Silvester bin ich krank. Hatte teilweise gar keine Stimme mehr und deswegen konnte ich auch leider keine Videos abdrehen. Aber jetzt bin ich wieder da und ich möchte euch natürlich auch noch ein wunderschönes neues Jahr wünschen. Und ja, wir starten das neue Jahr gleich mit einem Haul, beziehungsweise auch ein paar Weihnachtsgeschenke, weil ich habe ein paar Produkte zu Weihnachten bekommen, hauptsächlich von meinem Freund, und die wollte ich euch gerne auch noch zeigen, was echt tolle Produkte sind. Und gestern waren wir in München. Und da waren wir das allererste Mal auch im Disney Store. Also es ist nicht alles hier von Disney drin, was in dieser Tüte ist. Es ist ein Produkt von Disney mit dabei. Und ja, es ist, die wunderschöne Tüte durfte auch mit. Und also ich muss sagen, Disney Store ist natürlich mega. Allerdings war es gestern auch mega voll. Wir werden auf jeden Fall nochmal hinfahren, mal unter der Woche, wenn es nicht ganz so voll ist, und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Video und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, wie wir gestern in München waren, haben wir auch an einem Zeitschriftengeschäft am Bahnhof Stopp gemacht, und da durfte diese Zeitschrift hier mit. Und zwar ist es die Cosmopolitan. Die hole ich mir ab und zu ganz gerne. Und dieses Mal war auch von Revlon ein Lippenstift mit dabei. Und der sieht so aus. Das ist die Farbe 730 Hot Tropical. Ein richtig schönes Pink. Ja, also ein richtig schönes Barbie-Pink, wie ich finde. Und zwar sieht das so aus. Und ja, den probiere ich auf jeden Fall auch gerne aus. Und es ist auf jeden Fall eine Farbe für den Sommer, was würde ich sagen. Und ja, schaut auf jeden Fall mal im Zeitschriftengeschäft vorbei, wenn euch das Produkt interessiert. Ich habe die Zeitschriften durchgeschaut, es war immer diese Farbe hier drin, also habe jetzt leider keine andere Farbe gefunden. Vielleicht habt ihr eine andere Farbe gefunden, könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, wen es interessiert, schaut euch das mal an. Im Heft ist auch ein 5 € Einkaufscoupon für Rossmann dabei, der ist, glaube ich, bis Ende Januar gültig. Also wenn ihr die Zeitschrift noch kriegt und ihr von Revlon gerne ein Produkt ausprobieren wollt und auch noch 5 € sparen wollt, dann holt euch auf jeden Fall die Zeitschrift. Ja, dann war ich bei Rossmann noch unterwegs und das ist aber schon ein paar Tage her. Da habe ich mir einmal von Garnier die Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske mitgenommen. Die dürfte, glaube ich, neu sein. Also ich habe sie bis jetzt noch nicht gesehen. Und ja, die Tuchmasken von Garnier finde ich eigentlich ganz gut und deswegen dürfte diese hier auch wieder mit. Dann durfte man sich als Blogger, also wenn man bei Rossmann als Blogger gemeldet ist, hat man zu Weihnachten ein kleines Geschenk bekommen. Ich war um Weihnachten immer mal wieder im Rossmann drinne, da war es nicht verfügbar. Und jetzt letztens waren wir noch mit dem Rossmann drin und da gab es es wieder. Und zwar ist es diese Lichter Magic ja, Handcreme Geschenkset. So. Hier sind 3 verschiedene Handcremes drin, mit Jasmin und Rosenduft, mit Jasmin und Limonenduft, mit Mandel und Vanilleduft. Ich habe auch schon mal an allen 3 geschnuppert. Bis jetzt gefallen mir Jasmin und Rosenduft und Mandel und Vanilleduft am besten. Und ja, ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ich es selber behalten werde komplett oder ob ich einen Teil vielleicht verschenke. Das muss ich jetzt einfach nochmal gucken, weil ich habe an sich eigentlich genug Handcremes da. Aber ich finde das Design einfach mega schön. Und ja, vielleicht behalte ich eine und gebe 2 Stück weiter. Aber das muss ich mal schauen, wie ich das noch löse. Dann
geht es jetzt langsam so auf den Frühling zu. Ich freue mich auch schon mega drauf, wenn es jetzt endlich wieder wärmer wird, weil momentan hängt mir das Wetter echt ein bisschen zum Hals raus. Es ist nicht wirklich kalt, es ist nicht schöner Schnee da, dass es halt so ein bisschen Spaß macht. Und ja, es ist halt immer grau und neblig und nass und kalt und das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Und ja, und zum Thema zurück, Frühjahrsputz steht jetzt auch irgendwann auf dem Plan. Ich habe Anfang Februar frei und habe ich mir vorgenommen, ein, zwei Tage mal wieder komplett die Wohnung von oben bis unten durchzuwischen. Und ja, da habe ich letztens diese Bodentücher, oder was heißt Bodentücher, diese Haushaltstücher hier gesehen. Und zwar mit den Minions drauf und die durften mit, weil putzen soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und ich finde die kleinen Kerlchen munter noch das Ganze ein bisschen auf und deswegen durften die hier mit. Dann waren wir noch im letzten Jahr, also nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester, da ging es mir noch gut. Da waren wir in Nürnberg unterwegs und da waren wir auch beim Thalia. Und da war ein Tisch aufgebaut mit diesem wunderschönen Bullet Journal von Leuchtturm. Ich habe ja aktuell auch eins von Leuchtturm in der Farbe Pink. Gefällt mir auch richtig gut. Und ja, jetzt durfte das hier mit. Das andere, was ich habe, ist kariert. Und viele verwenden ja dieses Dotted hier. Also heißt im Endeffekt nur diese gepunkteten. Und das wollte ich einfach auch gerne mal ausprobieren. Und deswegen durfte das mit. Es ist einfach, wie gesagt, richtig schön. Und mir gefällt diese Farbe, dieses Kupferne richtig, richtig gut. Ich finde, das macht richtig was her. Und ja, das wartet jetzt einfach auf seinen Einsatz, bis das andere vollgeschrieben ist. Und dann kommt das hier als Bullet Journal in Einsatz. Und dazu durfte dann auch dieser Pen Loop hier mit. Einfach aus dem Grund, den kann man hier hinten reinkleben und dann hat man hier so einen kleinen Stifthalter, damit man den Stift immer mit dabei hat. Ja, wie ich erkältet war, war ich auch beim DM drin, habe mir ein paar Tees geholt, ein paar gesunde Sachen. Das war jetzt einfach mal, dass ich wieder schnell auf die Beine komme. Und da habe ich auch entdeckt, hier diese, dieses Handgel, dieses Space Cat. Und ja, ich finde das mega süß vom Design her, allein diese Katze, wie sie da drin hängt, richtig, richtig toll. Ich finde die Verpackung einfach immer mega niedlich und deswegen durfte das auch mit und auch wegen dem Duft, weil es riecht so unglaublich gut. Ich glaube, es riecht so nach Vanille ein bisschen, nach Mandel, also richtig, richtig lecker. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, schnuppert da mal dran. Also das finde ich vom Duft ja mega gut. Dann durfte auch mit von Biore dieses Backpulver Peeling. Das ist so ein Pulver. Weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. Hat hier so einen kleinen Verschluss oben dran. Da kann man sich dann eine kleine Menge auf die Handfläche geben. Dann träufelt man sich ein bisschen Wasser drauf. Dann wird es so ein bisschen schaumig. Und je nachdem, wie viel Wasser man drauf geht, wird es stärker, also wenig Wasser heißt starkes Peeling, viel Wasser heißt leichtes Peeling. Und das habe ich jetzt schon zweimal ausprobiert und ich muss echt sagen, ich finde es richtig, richtig gut, weil es je nachdem, wie viel Wasser man halt dazu gibt, das kann man seine Haut halt extrem anpassen, finde ich. Also hat man jetzt schuppigere Stellen, also mehr Hautpartikel, die runter müssen, dann macht man das ein bisschen stärker und gibt sich das übers Gesicht. Oder wenn man sagt, einfach so halt als Nachsorge, also beim ersten Mal habe ich es ein bisschen stärker gemacht, beim zweiten Mal schon ein bisschen weniger und dann gibt man sich das einfach drauf und es peelt wunderbar, es macht eine schöne Haut und trocknet auch nicht aus, also finde ich richtig gut. Und ja, das war jetzt im Angebot für 2,95, weil es bei DM aus dem Sortiment geht. Normal, glaube ich, kostet das irgendwas um die 5-6 Euro und ich wollte es, wie gesagt, schon lange mal ausprobieren und bin froh, dass ich den Schnapper jetzt machen konnte und ich habe es auf jeden Fall nicht bereut und ich glaube, wenn das leer ist, werde ich mir das wieder nachholen. Dann waren wir auch bei Galerie oder Karstadt, ich weiß jetzt gar nicht, wer das in Nürnberg anbietet, drinnen und da durfte nochmal mit diese Yankee Candle Autumn Glow, die riecht einfach richtig lecker, warm, also richtig, richtig toller Duft. Also wenn ihr mal Gelegenheit habt, schnuppert mal dran. Es riecht so unheimlich gut. Da
Dann hatte ich in letzter Zeit ein paar Problemchen mit meiner Abschminkroutine, also sprich mit genauer mit meinem Augen-Make-up entferne. Und zwar hat der hier unter dem Auge, also auf dieser Seite schlimmer als auf der, extrem gebrannt. Meine Haut ist super ausgetrocknet, also richtig übel. Ich konnte kein Make-up auftragen, nichts. Also es hat ausgesehen, als Wüste Nairobi ist ein Scheißdreck dagegen. Also wirklich richtig schlimm ausgesehen. Und deswegen durfte aus der Apotheke ein Augen-Make-up-Entferner mit. Und zwar von Avène. Dieser Eutermal für sensible Augen. Und den gebe ich mir einfach so ein bisschen auf, also so einen kleinen Tropfen auf die Handfläche, reibe mir die Augen damit ein, dann wird das Ganze schon mal ein bisschen weicher. Dann nehme ich mir noch ein Wattepad, gebe mir auch noch mal so ein bisschen was drauf und massiere mir das vorsichtig runter, also wirklich vorsichtig, damit das nicht wieder gereizt wird. Aber seit ich den verwende, brennt nichts mehr im Auge, also richtig toll. Und ja, vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, was man alternativ verwenden kann, weil das liegt, glaube ich, bei 16 Euro oder so, das Produkt. Und es ist nicht sehr ergiebig, also es ist teuer, es ist gut, aber es ist teuer. Aber vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, was da alternativ vielleicht noch möglich ist, weil ein bisschen eine günstigere Alternative würde ich schon gerne haben. Es darf halt keinen Alkohol enthalten, das ist halt ganz wichtig, weil das meine Augenpartie momentan überhaupt nicht verträgt. Ja, dann durfte ich auch mit noch eine Augencreme. Das ist auch von Avène, die beruhigende Augencreme, auch für empfindliche Augen. Ja, die macht einen super Job, also wirklich toll. Ich gebe mir die morgens und abends hier unterm Auge auf und die versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, brennt nicht, tut der Haut halt auch wirklich gut und man kann Make-up drüber auftragen. Es bröselt nichts weg, es hält einfach. Von daher denke ich, dass ich bei dieser Augencreme dann auch in Zukunft bleiben werde, weil die ist schon sehr ergiebig. Also da braucht man wirklich nur so einen ganz kleinen Tropfen, gibt sich das auf und das Auge und dann ist gut. Ja, dann machen wir mal weiter mit den Geschenken, die ich von meinem Freund bekommen habe. Das hat mich mega gefreut. Zum einen von Becca den Shimmering Skin Perfector Press Prismatic Amethyst Highlighter. Also die Verpackung ist ja auch schon mega. Und den trage ich auch heute auf meinem Wangenknochen. Und ich finde, der schimmert so richtig schön, ohne groben Glitzer. Und so sieht dann die Verpackung aus. Also wie beim Bronzer auch, nur halt hier in Silber gehalten. Und so sieht dann der der Highlighter innen drin aus. Also auch vom Design her richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, also er schimmert halt auch richtig schön. Also gefällt mir mega gut. Also eins meiner absoluten Schätzchen. Und wie ich Weihnachten die Geschenke bekommen hat, sagte mein Freund so, also ich hätte echt gedacht, da kommen Riesenprodukte an für die Preise, ne? Aber das ist ja alles so witzig gewesen. Er hat ein richtig schlechtes Gewissen, hat gesagt, kein Thema, also das muss ja nicht groß sein, ne? Ich finde, ich liebe es einfach und ja, ich verwende den, seit ich mich wieder schminke nach meinem kleinen grippalen Infekt hier, täglich mit dem. Also richtig tolles Produkt, gefällt mir richtig, richtig gut. Dann noch ein Produkt, was ich vor ihm bekommen habe, auch vom Bäcker, ist der Under Eye Brightening Corrector. Ich muss dazu sagen, ich habe ihm eine Wunschliste geschrieben, er hat sich ein paar Produkte daraus ausgepickt und hat mir die halt zu Weihnachten geschenkt. Und es ist halt trotzdem eine riesen Überraschung gewesen, weil ich habe eine Riesenliste geschrieben, also wirklich groß. Und da hätte ja alles bei rumkommen können, theoretisch. Aber wie gesagt, ich freue mich über jedes einzelne. Genau, und das ist dieser Under Eye Brightener. Und den finde ich mega gut. Also ein richtig tolles Produkt. Man gibt sich einfach hier so ein bisschen was unter die Augen auf. Und ich habe keine großen Augenschatten, muss ich sagen. Also ganz, ganz leichte. Aber was dadurch richtig, richtig gut ist, man kann für ein Tages-Make-up total auf Concealer verzichten, was halt auch die Augenpartie austrocknet. Und ich gebe mir den einfach unter das Make-up auf. Die Augenringe verschwinden. Es wird ein schönes
Hautbild gebildet und man gibt die Foundation drüber auf und es sitzt perfekt und es hält gut und die Haut oder das Auge, es trocknet dich aus und das finde ich halt mega gut, weil bei Concealer, die mit Puder setzen, das trocknet halt doch schon extrem aus und da hilft mir das kleine Schätzchen hier extrem. So sieht er übrigens innen drin aus, also so eine leicht beige Creme und die deckt halt wirklich richtig schön die kleinen, aber doch vorhandenen Augenringe ab. Ja, ein weiteres Schätzchen, was hier eingezogen ist, ist von MAC aus der Snowball Edition diese kleine Lidschattenpalette. Und darüber habe ich mich auch mega gefreut. Also wirklich Hammer. Also das Design ist schon mal mega schön. Also das ist so ein, ich kann gar nicht beschreiben, was das für Material ist. Auf jeden Fall lernt sich das sehr, sehr schön an. Und auch wenn man die Palette aufmacht, es ist halt einfach vom Design und von der Haptik her einfach so was richtig Tolles. Hier ist auch ein Pinsel mit dabei. Und innen drin sieht das Ganze so aus. Also wir haben hier wirklich einen hellen Ton dabei, eine dunkle Ton, dann zwei richtig schöne Glitzertöne, einen schönen dunklen Ton und hier so einen schimmerigen braunen Kupferton. Ich swatche euch mal die drei schimmernden Farben. Also so sieht das schon mal auf dem Finger aus und so sieht das Ganze aus. Also richtig, richtig schöne Lidschatten. Gefallen mir auch richtig gut und ich habe auch schon ein Augen-Make-up damit geschminkt. Also ich finde es richtig, richtig toll. Ja, dann auch endlich eingezogen ist von Guerlain ein Parfüm und zwar das La Petite Robe Noire Eau de Parfum 30ml. Auch das, die Verpackung hier ist vom Design her so mega schön. Also das, sowas macht auch richtig Spaß irgendwo hinzustellen, weil man sollte ja Parfüms nicht hell lagern. Und auch der Flakon. Es ist einfach wunderschön. Mir gefällt es so, so gut. Und der Duft ist einfach so himmlisch. Also ich mag ja so schwerere Düfte. So leicht Patchouli, aber der ist auch so fruchtig. Also ein richtig, richtig toller Duft. Wenn ihr die Möglichkeit mal habt, dran zu schnuppern, tut es. Also wirklich toller Duft. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dann durfte auch noch einziehen von Guerlain ein Midnight Secret Late Night Recovery Treatment. Und also das ist auch eine richtig, richtig teure Creme. Also holla die Waldfee. Also da geht man auch wirklich sparsam mit um, weil das ist Full Size. Also es gibt keine größere Größe. Ich habe zumindest nichts gefunden. Und ja, die verwendet man einfach, wenn man eine kurze Nacht hat und die Haut einfach richtig schön versorgt werden soll. Sie ist sehr reichhaltig, die Creme, und man braucht die jetzt wirklich nicht jeden Tag. Aber man merkt schon, wenn man die aufträgt und am nächsten Tag aufwacht, die Haut ist so unglaublich weich und gepflegt und richtig, richtig toll. Also wirklich ein richtig tolles Produkt. Aber hat halt auch einen stolzen Preis, deswegen wird die auch sehr gehegt und gepflegt, aber auch verwendet, weil ich möchte natürlich nicht, dass die irgendwann kippt. Also das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Aber früher war ich leider so, dass wirklich, wenn so teure Produkte habe ich dann immer so selten benutzt und ja, irgendwann kannst du sie dann in die Tonne schmeißen, weil sie nichts mehr taugen. Deswegen sparsam, aber doch schon regelmäßig wird dieses Schätzchen verwendet. Ja, dann kommen wir mal zum Disney Store. Die Tüte habe ich euch ja schon gezeigt und es durfte dieser wunderschöne Becher hier mit. Also ein richtig toller Becher und es ist wirklich ein halber Liter, der hier reinpasst. Und ja, das sind halt diese kleineren Disney-Prinzessinnen und die Fee. Und ja, ich finde es vom Design her mega schön. Der Becher hat, glaube ich, gekostet 17 Euro. Und hat hier oben nochmal so ein
Silikonschutz, der auch richtig fest sitzt. Also da habe ich ja immer Angst, dass die Dinger immer runterplatzen. Aber der sitzt richtig fest drauf. Dann muss man auch richtig fest drauf machen, dass der auch drauf bleibt. Und deswegen finde ich den, glaube ich, der wird funktionieren, denke ich. Und da werde ich mir dann für die Früh, für die Fahrt in die Arbeit, Tee oder Kaffee mitnehmen und kann ihn dann schön schnapulieren. Und aus so einer Tasse macht es halt doppelt so viel Spaß. Ja, dann war ich gestern in München auch im Sephora drin. Ich muss sagen, ich habe mir nichts gekauft. Nichts. Ich hätte es nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin echt verwundert. Ich habe dann zu meinem Freund irgendwann gesagt, komm, wir gehen jetzt, ich finde nichts. Und es bringt jetzt auch nichts, irgendwas zu kaufen, nur damit ich was gekauft habe. Also das wollte ich natürlich auch nicht. Warum habe ich nichts gekauft? Die Sachen, die mir gefallen haben, waren nicht da. Die waren ausverkauft. Es waren nicht mal Tester da. Also für jedes Produkt, was nicht verfügbar war, war auch kein Tester da. Das heißt, ich konnte nicht einmal die Produkte ausprobieren, um sie mir dann irgendwann online zu bestellen. Das hat mich schon mal so ein bisschen geärgert. Dann war es extremst voll. Also man konnte sich wirklich keine Minute irgendwo aufhalten, um in Ruhe da durchzugucken. Man wurde immer weggestupst und weggestoßen. Ganz schlimm. Und wie gesagt, wir haben auch das gleiche Erlebnis so im Disney Store gehabt. Es war extremst voll, also wirklich heftig. Aber gut, was erwartet man von einem Samstag? Deswegen haben wir beschlossen, wir werden einfach ein paar Monate nochmal nach München fahren. Einfach, wenn wir Urlaub haben, unter der Woche, schön gemütlich und Zeit haben und nicht so viele Leute unterwegs sind. Genau. Aber wir waren dann bei Müller und bei Müller habe ich auch einen Urban Decay Theke gefunden und auch eine ganze Stirnseite mit Lippenstiften. Und ich trage ihn auch heute schon. Und zwar ist es der Urban Decay Weiß Lipstick in der Farbe Midnight After. Und ich finde, das ist ein richtig, richtig schöner Nude-Ton. Also der gefällt mir richtig gut. Er ist auch nicht komplett matt. Er ist so semi-matt, sage ich jetzt mal. Und ja, das Packaging ist natürlich auch mega schön. Das ist der Lippenstift. Also wirklich eine tolle, tolle Farbe. Gefällt mir richtig gut. Absolut mein Beuteschema. Und ja, habe mich sehr darüber gefreut, dass ich das Schätzchen hier noch gefunden habe. Ja. Ja, dann durfte auch noch mit von Maybelline Total Temptation Brow Definer in der Farbe Blond. Auch den trage ich heute schon auf meinen Augen und der hat hier eine so dreieckige Spitze, lässt sich richtig schön auftragen, ist schön cremig, aber nicht zu cremig. Und ja, einzigste, was mir nicht ganz so gefällt, ist dieser Spoolie hier hinten, weil der so klein ist. Also ich mag so die länglichen, schmäleren doch ein bisschen lieber, aber ansonsten das Produkt finde ich richtig gut. Und hier sind auch 0,15 Gramm drinne. Es ist nicht viel. Also ich kann euch mal zeigen, wie viel Produkt hier drin steckt. Das ist alles. Mehr geht nicht. Ja, aber ich denke, der wird schon ein paar Anwendungen halten. Und ja, aber von der Farbe her gefällt mir die halt auch richtig, richtig gut. Dann durfte auch noch ein Badezusatz mit. Und zwar von Body and Soul Wellness. Das Japan Spa Die Japan Spa Tradition, lesen wir es doch einfach deutsch vor, mit Lotusblütenextrakt, Badepulver, sanft verwöhnendes Badeerlebnis. Und der Duft ist unheimlich gut. Also richtig, richtig toller Duft. Blumig, schon auch parfümiert, also jetzt nicht so natürlich blumig, aber richtig gut. Also wenn ihr mal dran schnuppern könnt, schnuppert mal dran. Dann habe ich auch die neue Essence LE entdeckt. Ich glaube, Would You Love Me heißt die. Und da durften diese zwei Masken hier mit. Einmal die Trading Face Sheet Mask 01 Be Happy, Be a Bunny. Also ich hoffe, dass das natürlich auch das Tuch so aussieht wie hier auf der Verpackung. Und genauso mit durfte hier von Essence die 01 Fox Ever in Love. Eine Augenmaske. Und auch die finde ich richtig schön. Also
Ich hoffe, dass die wirklich so ausschauen wie hier auf der Verpackung. Wir werden sehen. Dann durfte ich auch noch mit einem neuen Nagellackentferner, und zwar der Maybelline Dr. Rescue Nail Polish Remover ohne Aceton. Da schwärmen ja auch sehr, sehr viele von. Ich habe jetzt festgestellt, dass der die Nägel extrem austrocknet. Also was, er hinterlässt halt so einen richtig weißen Schleier, was meistens bei meinen Nägeln bedeutet, er trocknet aus. Also man muss danach wirklich mit dem Nagelöl wirklich drüber gehen, das gut einmassieren, einarbeiten, dass der Nagel nicht austrocknet. An sich nimmt er den Nagellack super runter, weswegen ich mir den hauptsächlich gekauft habe, ist um Glitzernagellack runterzukriegen. Weil jetzt zu Weihnachten hatte ich ja, oder vor Weihnachten hatte ich ja auch so einen roten Nagellack mit so silberner Glitzer drauf, und da hat mein aktueller Nagellackentferner doch schon etwas länger gebraucht, und viele schwärmen ja wie gesagt von dem hier, und da wollte ich den einfach mal ausprobieren, ob der wirklich so gut ist und ob der den Glitzernagellack wirklich auch besser runternimmt. Ja, aber das muss ich noch ausprobieren, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, wie wir auch in Nürnberg unterwegs waren, sind wir an einem Douglas vorbei, und im Douglas haben wir ein Schaufenster. Und in diesem Schaufenster war Urban Decay ausgestellt. Und zwar die ganz aktuelle Palette, die Naked Heat Palette. Und mit der habe ich auch heute mein Augen-Make-up geschminkt. Es wird auch noch ein Video dazu online kommen, wie dieser Look hier entstanden ist. Und ja, aber dieses Schätzchen durfte auf jeden Fall mit. Und sie ist einfach wunderschön. Und bin einfach verliebt. Wir haben hier einen richtig schönen Pinsel dabei, der auch richtig hochwertig ist. Also kein so billiger Pinsel wie bei manchen anderen Paletten. Und hier haben wir die Farben. Ich glaube, ihr kennt die mittlerweile alle. Ja, aber ich finde halt auch das Augen-Make-up, was ich mir damit heute geschminkt habe, richtig schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir eine Lidschattenpalette kaufe, in der es hauptsächlich rote Töne gibt. Aber mir gefällt es richtig gut, und da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit rumspielen, denn es ist ein Traum. Also ich finde die wirklich richtig schön. Ja, mein neues Schätzchen. Das nicht gerade günstig ist. Also wirklich 50 Euro für eine Lidschattenpalette ist wirklich viel Geld. Also das muss man halt schon sagen, aber halt auch richtig schön. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil meines Hauls. Und zwar habe ich bei Flaconi bestellt, und da habe ich mir unter anderem endlich mal einen Beauty Blender bestellt, der jetzt hier nicht drin ist, weil den habe ich heute auch verwendet. Und ich hätte nie gedacht, dass der wirklich so gut ist, wie alle immer sagen, weil ich mit dem Real Technique Schwamm schon mega begeistert und mega zufrieden bin. Aber er ist wirklich nochmal eine Spur besser. Also er ist schön grobporig, was irgendwie das Produkt auch nochmal anders verteilt. Also wirklich richtig gut. Und er schluckt auch nicht viel Produkt, finde ich. Also er gibt es wirklich auch schön an die Haut wieder ab. Und ja, also ich hätte nie gedacht wirklich, dass nochmal einer den Real Technique Schwamm toppen kann. Aber der kann es, und er ist wirklich ein Schätzchen vor dem Herrn. Also richtig toll in meinem kleinen Eierbecher. Tolles Produkt, und denke ich, wird jetzt auch immer wieder nachgekauft werden. Also ich bin einfach begeistert. Bei der Bestellung durfte auch noch eine Reinigungsseife mit, und zwar wollte ich gerne mal eine ausprobieren, und da wurde es diese hier aus Da Vinci, die auch in Deutschland hergestellt wird, und das ist hier im Endeffekt dieses Döschen mit dieser Seife, und da kann ich dann einfach mit dem Pinsel oder auch mit dem Schwamm drin rumrühren, das Produkt gut einarbeiten, auswaschen. Und es wird mega sauber. Und die Seife hat so einen leicht zitrischen Duft. Also auch wirklich richtig gut. Und was halt auch echt Wahnsinn ist, wie weich und fluffig der Pinsel danach ist. Also
auch während der Reinigung, also ich gehe da rein und wasche den über meinem, vom Rossmann dieses Reinigungspad aus und der Pinsel ist blitzblank sauber, also man braucht nicht viel Produkt und man erreicht ein super Ergebnis damit, also wenn ihr noch nicht das richtige Produkt gefunden habt für euch, für eure Pinsel, probiert das mal aus, also wirklich richtig, richtig gut, also gefällt mir auch richtig toll und ja, einer meiner neuen Lieblinge in Sachen Pinselreinigung. Dann durften auch mit von Adele neue Wimpern. Da habe ich mir diese Demi Wispies bestellt. Weil manchmal finde ich, machen so Augen nochmal mit ein bisschen mehr Wimper doch nochmal ein bisschen mehr her. Und deswegen durften die hier mit. Ja, dann durften auch noch mit von Kevin Murphy Shampoo, Conditioner und so ein Leave-In Conditioner. Und hier möchte ich ja mal kurz was vorlesen, also zu den Inhaltsstoffen. Hier ist im Endeffekt drin, Brennnesselextrakt enthält viel stimulierendes Eisen, also regt den Haarwachstum an, reduziert hormonbedingten Haarausfall, reich an Vitamin A und C und Mineralien wie Jod. Jod, Silizium und Sulfur enthält viele Aminosäuren, die die Haarfollikel für gesundes Haarwachstum benötigen. Die stimulierenden Eigenschaften regen außerdem die Mikrozirkulation der Kopfhaut an, also dass die Kopfhaut sich einfach ein bisschen mehr selber generiert. Ingwerwurzelextrakt, der hohe Zinkgehalt, bekämpft hormonbedingten und anderen Haarausfall und fördert das Haarwachstum. Olenolsäure aus der Hemslayer-Wurzel, Entschuldigung für die schlechte Aussprache, bekämpft die Alterung der Haarfollikel durch Stärkung der Haarwurzel, deren entzündungshemmenden Eigenschaften helfen bei Vorbeugen hormonell bedingter Haarschäden. So, also hier sind halt hauptsächlich Naturstoffe drin. Der Duft ist auch mega gut, also wahnsinnig toller Duft. Und ja, die Produkte haben mich halt mega angesprochen, einfach zwecks diesen Inhaltsstoffen, zwecks den Stoffen oder zwecks den Tatsachen oder zwecks den Eigenschaften, die sie haben sollen. Deswegen wollte ich die unbedingt gerne mal ausprobieren und ich muss echt sagen, es tut meiner Kopfhaut gut. Ich habe ja so leichte Schuppen, gerade durch trockene Haut und das wird immer weniger. Also es wird immer besser und ich merke so richtig auch, wie die Haare kräftiger werden wieder und man hat auch in den Haaren mehr Griffigkeit, das merkt man auch. Dann diese ganzen kleinen Härchen, die immer irgendwo rumwuseln, die sind auch so ein bisschen gebändigter, also was ich auch mega gut finde. Und ja, allem in allem bis jetzt super zufrieden damit. Ich glaube, ich habe mir jetzt 4-5 Mal die Haare damit gewaschen. Man braucht sehr wenig Produkt, also wirklich richtig wenig. Was ich auch natürlich mega toll finde, weil gerade bei so teuren Produkten, ich glaube, die Flasche kostet irgendwas um die 23-24 Euro. Finde ich sowas halt auch wichtig, dass man nicht viel braucht. Und ja, also bis jetzt bin ich mega begeistert davon. Aber ich werde es erstmal aufbrauchen und dann nochmal genau was dazu sagen, wenn ich es aufgebraucht habe. Und ja, da ja meine Bestellung bei Flaconi etwas höher vom Preis her ausgefallen ist, durfte ich mir noch ein Goodie dazulegen. Und zwar konnte ich mir aussuchen und ich habe mir dafür von Yves Laurent Mon Paris die Bodylotion genommen. Das ist ein Full-Size-Produkt, was im Originalpreis 29,95 Euro kostet. Also wirklich ein tolles Geschenk, was man sich dazu aussuchen durfte. Und der Duft ist unheimlich gut. Also richtig, richtig toller Duft. Ich mag Yves Saint Laurent Düfte eh so gerne. Man kann sich die auf den Körper schmieren und man duftet den ganzen Tag. Wirklich von morgens bis abends, man duftet. Man riecht dieses Bodylotion wirklich richtig gut und es ist richtig angenehm. Also mir gefällt es richtig gut und ja, genug geschwärmt, richtig gut gesagt. Ja. Ja, ihr Lieben, das war dann auch schon alles, was ich euch gerne zeigen wollte. Meine Geschenke, die ich zu Weihnachten bekommen habe und auch meine selbst gekauften Geschenke, die ich mir gegönnt habe.
Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!